Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Donnerstag, den 2. Februar. Mein Name ist Ronald Gerth, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Der Blick auf den DAX auf 5-Minuten-Basis. DAX Future, der den gestrigen Abend mit reinnimmt. Ja, der hätte spannend werden können, aber er ist es nicht geworden. Die US-Notenbank hatte um 20 Uhr ihr erstes Statement seit Amtsübernahme von Donald Trump veröffentlicht. Es war zwar nicht damit gerechnet worden, dass die Leitzinsen verändert werden, aber man dachte sich, naja, da kommt vielleicht doch eine Indikation. Erstens, was die US-Notenbank vorsichtig hinter und zwischen den Zeilen verborgen von den bisherigen Eindrücken der Trumpschen Politik hält, und oder eine Indikation, wie man die Perspektiven angesichts der Planungen von Donald Trump für die US-Wirtschaft sieht. In beiden Fällen wurde man allerdings enttäuscht. Die US-Notenbank blieb so vage, wie es nur irgend ging, ohne gleich das Statement ganz zu verweigern und ein leeres Blatt Papier abzugeben. Das Einzige, was man an Veränderungen erkennen konnte, was aber irgendwie relativ wurscht war, ist die Veränderung dahingehend, dass man nicht mehr sagte, dass die Inflation nicht erwarte, dass die Inflation die Marke von 2%, die Zielmarke, erreichen wird, sondern dass sie diese Marke erreichen wird. Das Wort Erwartung ist also rausgestrichen worden. Aber wir sind in den USA sowieso schon lange genug nah dran, und wenn man sowieso schon die Zinsen anhebt, ist es eh egal. So betrachtet also ein völliger Non-Event, und das führte dazu, dass auch in den USA die kurzfristigen Trader viel wollten, aber nichts konnten und am Schluss dastanden mit mehr oder weniger unveränderten Kursen, was den Dow Jones anging, was den S&P 500 anging. Nur der Nasdaq 100, der konnte ordentlich zulegen, weil dort die Apple-Aktie am schwersten von allen drei Indizes gewichtet ist, und die legte kräftig zu nach den Quartalszahlen, die es am Dienstagabend gegeben hatte. Die zwar gut waren, aber nicht so umwerfend, dass man sich da so drauf stürzen musste, nur es gab eben sonst nichts zu kaufen, und dann kauft man halt sicherheitshalber einfach mal eine Apple. Tja, und dementsprechend stand man am Abend im DAX Future am deutschen Aktienmarkt da und sagte sich, was machen wir denn jetzt? Es kam zu der üblichen kleinen Kaufwelle direkt nach einem Fed-Statement, wird immer versucht, die Kurse nach oben zu bringen, weil man sich sagt, ja, statistisch gesehen geht es danach mit den Kursen grundsätzlich eher rauf. Aber dieser Anstieg wurde sofort wieder abverkauft, obwohl Euro-Dollar sich dementsprechend auch kaum bewegten. Da blieb es bei einem Niveau knapp unter 1,08, über dem grundsätzlichen, also durchschnittlichen Level der letzten Wochen, aber ohne ein definitiv neues Hoch zu markieren. So betrachtet waren die Impulse eigentlich gar nicht da. Trotzdem ging es wieder runter, dann robbte man sich, allerdings genau kopiert die Bewegung der US-Börsen wieder langsam nach oben, um dann zum Handelsende doch wieder ein bisschen abzurutschen. Das hier ist der gesamte Tag. Der DAX Future auf 5-Minuten-Basis seit Wochenstart zeigt, dass es mit einer Kurslücke gestern Morgen nach oben losging, motiviert vielleicht auch durch Apple und durch die Hoffnung, dass es einfach irgendwie gelingen wird, den DAX von einem Break entscheidender Unterstützung abzuhalten. Dann ging es weiter aufwärts im Vorfeld des US-Handelsstarts, weil man sich dachte, da muss es aber doch jetzt mal so richtig. Aber es kam nicht dazu. Es kamen auch die ADP-Daten auf den Tisch. Aber dass man darüber jubeln muss, das ist fragwürdig zumindest. ADP-Daten, das sind die privat ermittelten Arbeitsmarktdaten für die USA für den zurückliegenden Monat. Die werden immer 2 Tage vor den eigentlichen Regierungsdaten veröffentlicht, die morgen anstehen, und beziehen sich nur auf den privaten Arbeitsmarkt. Und da gab es einen Stellenzuwachs, der deutlich über den Erwartungen lag. Und kurz danach um 16 Uhr kam dann auch noch der Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe für die USA insgesamt auf den Tisch. Und im Gegensatz zu dem gestern Morgen erwähnten Index von Chicago, der deutlich gefallen war, hielt man hier ein relativ hohes Niveau. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen, starkes Wachstum. Das allerdings wiederum hätte zwar bedeutet, die US-Notenbank hebt früher die Zinsen an. Dies aber wiederum bedeutete, der Dollar stieg, der Euro fiel, und das war ja für den deutschen Markt günstig. Deswegen auch dieser Anstieg. Als die US-Börsen aber nicht mitzogen, ging es da schon wieder runter. Erstes Hoch abverkauft, dann eben das direkt nach dem US-Notenbank-Statement Nummer 2 und jetzt eben das dritte. So gesehen könnte es interessant werden, sollte
der DAX, respektive der DAX Future, die Zone so um 11.630 Punkte wieder unterschreiten. Denn dann könnte es durchaus sein, dass wir hier erstmal die Kurslücke schließen im Bereich 11.580 und dann, ja, dann wollen wir mal gucken, ob es denn nicht doch weiter nach unten geht. Auf Tagesbasis ist da schon einiges zu monieren, denn was wir hier sehen, ist mehr oder weniger ein Doji, allerdings mit langem oberen Docht. Das heißt, wir haben letzten Endes kaum oberhalb des Eröffnungskurses geschlossen. Start 11.646, Schlusskurs 11.659. Dazwischen lag dann mal ein Ausflug nach oben, der, wie gesagt, abverkauft wurde. Und es reichte halt gerade noch so eben die 20-Tage-Linie zu verteidigen. Das Problem ist, wenn man schon drüber eröffnet, wäre das ja auch das Mindeste, was man erwarten kann. So betrachtet bleibt die entscheidende Zone für die bärischen Akteure in Schlagdistanz, nämlich die obere Begrenzung des Februar 2016 Aufwärtstrendkanals im Bereich um die 11.570 Punkte und bei 11.620 etwa die 20-Tage-Linie. Werden diese beiden Supportmarken unterschritten, dann kommt es auf die 11.4, 11.431 an. Ob die aber hier grün gestrichelt eingezeichnet dann wirklich hält, ist fraglicher. Denn wichtiger sind diese beiden Chartmarken, die ja fleißigst seit Jahresbeginn mehrfach verteidigt worden waren. So betrachtet wird es also weiterhin eng bleiben, solange der DAX nicht sofort hier aus den Puschen kommt und die bullischen Akteure imstande wären, den wieder nach oben zu treiben, wofür es im Moment aber irgendwie noch keine richtigen Argumente gibt. Also, das ist weiterhin eine ganz offene Kiste. Von einem Befreiungsschlag nach oben kann mit diesem Anblick hier noch nicht die Rede sein, zumal der MACD wieder oder noch auf Verkauf steht. Das heißt, er wurde an der Signallinie nach unten abgewiesen. Auch nicht so unbedingt positiv. Aber bevor diese Zone nicht unterschritten ist, wäre ein Short-Engagement sehr gewagt, um nicht zu sagen leichtsinnig, weil ohne jegliche Grundlage. Mindestens der Break unter 11.550 auf Schlusskursbasis nach wie vor sollte gefordert sein. Da hatte es nicht gereicht, weil der DAX Future ja am Dienstagabend wieder nach oben lief über diese Marke. Diesmal war er eh drüber geblieben. Aber 11.550 auch am Abend zur letzten Indikation per 22 Uhr unterschritten, das wäre vielleicht schon eine Möglichkeit. Wenn es nicht eindeutig genug wäre, dann spätestens unter 11.4. Denn dann wäre auf jeden Fall der Weg aus charttechnischer Sicht frei in Richtung 11.800 Punkte und das kann man natürlich auf der Short-Seite mitnehmen. Bis dahin würden wir im Augenblick erst einmal neutral bleiben und gespannt auf die nächsten Tage warten. Wie gesagt, die bullischen Akteure hatten so ihre Chance, jetzt ein kleines Zeichen zu setzen, haben die aber mehr oder weniger vermasselt. Ob die Bären was draus machen werden, das ist ein ganz anderes Thema und dementsprechend schauen wir es uns morgen gleich wieder an. In der nächsten Ausgabe des ING Markets Morning Call und der Morning Mail, morgen früh rechtzeitig vor Handelsbeginn, der nächste Blick auf den DAX. Bis dahin, schönen Donnerstag und